Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Flensburg Radio, moin moin, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Zulu, moin, laut und klar. Wunderbar, die Delta Mike Zulu, wieder CT, wieder zwei Personen. Wir fliegen mit Flugplan nach Randers, Echo Kilo Romeo Delta und erbitten Rollinfo bzw. Startinfo. So, mit Flugplan nach Randers. Flugplan mache ich wie besprochen auf, sobald ihr in der Luft seid. Wir starten heute auf der 1-1 des QNH 1029. Delta Mike Echo Mike Zulu, das QNH 1029 und wir rollen dann in der Formation bis zum Rollhalt Piste 1-1. Oh, das ist verstanden. Flensburg Radio, Delta Mike Austin Zulu, moin moin. Hallo. So, jetzt das Ganze von der Delta Mike Golf Tango Zulu nochmal. Auch für mich geht's mit Flugplan nach Delta Echo Romeo Delta, QNH 1029, Piste 1-1 und ich rolle hinter der Delta Mike Zulu zum Roller 1-1. Super, dankeschön. Beide Crews sind fit, die Flugzeuge auch und so steht unserem Flug nach Randers in Ostjütland nichts mehr im Wege. Wir ziehen beide Flieger auf den Asphalt. Das hat den Vorteil, dass wir das Rollen gleichzeitig zum Warmlaufen lassen der Motoren nutzen können. Das geht auf Gras meistens nicht. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, wir kreuzen die Piste 1-1 Grad. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, Backtrack 1-1. Jo, geht zusammen auf die Bahn, korrekt? Korrekt. Alles klar. Nun sind wir an der Schwelle angekommen. Alle Motordaten sind okay, die Checklisten abgearbeitet. Es kann also losgehen. Delta Mike Echo Mike Zulu startet bis 1-1. Jo, Windhammer aus 1-2-0 mit 6 Knoten. Der erste der zwei heutigen Flüge dauert eine knappe Stunde. Wir starten auf der Piste 1-1 und sehen uns unmittelbar nach dem Linksturn südlich der Innenstadt von Flensburg. Wir sehen den Gosch von gestern Abend und die sich langsam öffnende Innenförde. Der Sonnenwick-Yachthafen ist ebenso einen Blick wert wie die Marineschule Mürwik, welche in der unmittelbaren Nachbarschaft liegt. Natürlich drehen wir auch noch einen kleinen Bogen um das Wasserschloss Glücksburg. Und da die deutsch-dänische Grenze mitten durch die Flensburger Förde verläuft, rufen wir gar nicht erst den deutschen Fluginformationsdienst, sondern gleich den dänischen. Dieser begleitet uns dann auch auf den nächsten 45 Minuten bis Randers. Es gibt hier keine veröffentlichte Platzrunde, auch im Funk meldet sich niemand, also geben wir früh unsere Blindmeldungen ab und landen.
Hagen Fiss, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, information, good morning. Yes, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu close behind me with separate flight plans. VFR from Flensburg departed 10 minutes ago to Randers, Echo Kilo Romeo Delta. Current position is Glücksburg in 1400. Will cross the border now and then heading 360. Delta Mike Zulu information, Roger, please squawk 5444 and will you do all the radio talk or do you want the squawk for Delta Tango Zulu also? Delta Mike Echo Mike Zulu, squawk 5444 and yes, I will make the radio for both aircraft. Da noch so einen Spezialwegpunkt drin, ne, wegen der Restriktion. Genau, das ist Ground bis 7000 irgendwie und das ist eine CTA von Skritstrup, aber da gibt es eine ganz kleine Ecke, wo man durch kann. Okay. Delta Mike Zulu Formation. Delta Mike Echo Mike Zulu, go ahead. Formation Delta Mike Zulu, contact Skritstrup approach on 124.1 and have a nice flight. Delta Mike Echo, thank Mike Zulu Formation, thank you. We'll contact Skritstrup 124.1. Skritstrup approach, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Skritstrup approach, good morning. Yes, good morning, sir. Delta Mike Echo Mike Zulu, information with Delta Mike Golf Tango Zulu close behind me with separate flight plans from Flensburg to Randers. Current position is approximately 15 miles northeast of airport Skritstrup in 1,400 feet. For flight information, intention is to avoid the CTR and then go direct to reporting point Niesen. Delta Mike Zulu, Roger, Skritstrup Qantas 1030 and reporting in position. Do you have a transponder on board? Delta Mike Echo Mike Zulu, affirmative, we have a transponder squawking 5444 at the moment. Delta Mike Zulu, Roger. Delta Mike Zulu, I have no radar contact, say again position. Delta Mike Echo Mike Zulu, our position is 10 miles, 12 miles in southeast of the airport Skritstrup. Delta Mike Zulu, I see you now and you identified squawking 5444, no reported traffic in your area. Very good, thank you. Delta 20. Mike Zulu, say again, destination for you. Destination? Habe ich verstanden? Glaube. Delta Mike Echo Mike Zulu, destination is Randers, Echo Kilo Romeo Delta. Mike Zulu, oder? And Delta Mike Zulu type of aircraft and persons on board. Delta Mike Echo Mike Zulu type of aircraft is Foxtrot Delta Charlie Tango. Two people. And type of aircraft Delta Mike Golf Tango Zulu is Charlie Hotel 60. Delta Mike Zulu, Roger, thank you. And two people, of course, sorry. Oder? Da hinten sind wir schon mal rüber geflogen. Ja, genau. Ein Stückchen weiter hinten, da ist glaube ich Ende Lave, wo wir jetzt mal gelandet sind. Ja, genau. Ekel. Ja, genau. Ja, genau. Sieht schön aus hier. Sehr schön, ja. Brücken interessieren dich ja sowieso immer. Ja, Brücken ist mein Ding. Brücken haben sowas Verbindendes. Lass mich mal schnell ein Bild machen. Ja.
Ist doch so, oder? Das stimmt, 100%. Brücken haben was Verbindendes, ja. Sie verbinden Menschen. Was Verbindliches. Sie verbinden Kulturen, sie verbinden Sprachen. Straßen, ja. Delta Mike Zulu traffic at your 9 o'clock distance, 3.5 miles, is a Romeo 44 helicopter at 1,400 feet heading southeast. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, traffic not inside yet, but we will look out. No pre-mentioned hash, you inside. 3.5 miles, that's next. Yeah, I see you, nix. Delta Mike Zulu pre-mentioned traffic has passed behind you and there's no factor. Okay, very good, thank you. Delta Mike Zulu formation. Ist das hier eigentlich mit Platzrunden, genau wie in Deutschland? Oder? Es gibt keine Platzrunden hier. Okay. Wir fliegen da jetzt drüber her, gucken, wenn sich einer meldet, gucken, wo der Wind steht und dann gehen wir runter. Ja gut, da war ja einer am Telefon, dann wird sich auch einer melden, denke ich mal. Ich meine, Mike hätte gesagt, wer da, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht so. Ein anderer, vielleicht auch gar keiner. Also insofern. Du könntest höchstens Windy gucken, ob der irgendwas anzeigt. Das kann ich machen, ja. Das hat 2 Knoten Wind aus Nordost. Aus Nordost, also von da, ja, das würde stimmen, was wir vorhin ausgerechnet haben. Dann könnten wir auch direkt auf die 07 gehen. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, we have just 4 minutes left to landing in Randers. Request leaving frequency. Delta Mike Zulu, you're welcome to leave the frequency. Do you want me to close your flight plan? Oh, that would be great. Thank you for closing flight plan. We have both flight plans, 2 flight plans. Delta Mike Zulu and Delta Tango Zulu close both your flight plans at time 5-2. Very good, thank you very much. Bye bye. Großartig. Ja. Randers Airfield, Delta Mike Echo Mike Zulu, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft CT, Charlie Tango, 2 people, position 2 minutes south of airfield to land, next report, right base, runway 07. Randers Radio, Delta Mike Golf, Tango Zulu, type of aircraft, Zulu 602, COB2, and we are also 2 minutes south of your airfield, next report, right downwind 07. Delta Mike Echo Mike Zulu, right base 07. Delta Mike Golf, Tango Zulu, turning right base 07. Delta Mike Echo Mike Zulu, turning final 07. Herbert, du rollst einfach mal durch bis zum Ende, dann komme ich kurz hinter dir. Okay. Delta Mike Golf, Tango Zulu, turning final 07, number 1 inside. Der Windsack steht nach hier, wisst ihr? Ja, perfekt. Von daher ist das super. Leichte Rechtskomponente? Ja. Delta Mike Zulu, Backtrack 07, number 2 inside. Delta Mike Golf, Tango Zulu, Backtrack. Ob es hier eine Gastronomie gibt, eher auch nicht. Das sieht nicht so aus. Schön, schön hier in den Feldern. Delta Mike Echo Mike Zulu, Runway vacated. Wir haben hier Bänke, wir können uns hier schon ja, das machen ein Stündchen wir. Ausruhen. Machen wir uns hier gemütlich. Genau.
dass sie sowas hier nicht haben, so Gastronomie und so. Die können ja Geld mit verdienen. Ja. So, der erste Stopp ist erreicht. Wir werden von einigen dänischen Piloten sehr herzlich empfangen. Man schließt uns sogar die dortigen Vereinsräumlichkeiten auf und versorgt uns mit Kaffee und Cola. Nach einem Wettercheck für die restliche Strecke über die See nach Schweden bereiten wir uns eine gute Stunde später für den Flug auf die Insel Läsö vor.